meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Wir sind mittendrin in der Cyber Week. Es regnet Rabatte überall im Moment und morgen ist der Tag, morgen ist Black Friday, wo die richtig großen Dinger rauskommen. Und ich möchte euch ganz, ganz viele Empfehlungen geben für Sachen, die sich wirklich lohnen zu kaufen, wenn man einen Rabattcode hat, weil sie auch einfach teilweise sehr teuer sind. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass man manchmal so sagt, wäre das nicht so teuer, würde ich es kaufen. Also für manche Sachen ist man einfach zu geizig und wenn sie dann runtergesetzt sind, denkt man, jetzt. Los geht's mit ein paar Sachen von Lookfantastic. Ich liebe diesen Online-Shop, falls ihr ihn noch nicht kennt. Die haben mittlerweile so viele Marken, auch so viele Marken, die es sonst nirgendwo anders in Deutschland zu kaufen gibt, sondern nur bei Lookfantastic. Das hatte ich schon so oft, dass ich irgendwie was gesehen habe bei einem amerikanischen YouTuber oder australisch, kanadisch, was auch immer. Die zeigen einem dann irgendwas und man denkt, ja geil, und man sucht es und wo gibt es? Bei Lookfantastic, nirgendwo anders. Also es ist wirklich einfach ganz oft so, dass Marken, die es nirgendwo anders zu kaufen gibt, bei Lookfantastic aber gibt in Deutschland. Und einfach mal als Beispiel, bevor NARS zu Sephora und Douglas und so weiter kam, gab es das schon eine ganze Weile bei Lookfantastic zu kaufen. Es wird bis zu 25% Rabatt geben, aber auch teilweise werden nochmal Sachen reduziert, die schon reduziert wurden, dass es so bis zu 50% sogar gibt. Also schaut auf jeden Fall rein, es gibt da eine Riesenauswahl mit mega geilen Rabatten. Lookfantastic hat mittlerweile auch viele der großen, sag ich mal, klassischeren Marken wie MAC, Bobbi Brown und Urban Decay und so weiter. Also es lohnt sich immer, da vorbeizuschauen, weil es immer gute Angebote gibt und besonders jetzt am Black Friday. Los geht's einmal hier mit diesem mega geilen Eyeliner. Also für die Weihnachtszeit absolutes Must-Have, finde ich. Das ist der Urban Decay Heavy Metal Liner in der Farbe Midnight Cowboy. Und ich trage ihn heute hier in meiner Cut Crease. Ich finde den super schön, eben gerade für Weihnachten jetzt, wenn man irgendwie so ein bisschen Glitzer noch einbauen will in sein Make-up. Ohne das vielleicht zu übertrieben zu machen, macht mal ein so ein Element, was ein bisschen Glitzer hat und finde ich super, super schön für die Weihnachtszeit. Also kann ich euch absolut empfehlen, den würde ich mir zulegen. Jetzt für diese Zeit des Jahres, absolut geil. Dann noch ein Eyeliner, den ich super, super gerne mag. Ihr wisst, ich bin ein absolutes Opfer für Eyeliner-Stifte, besonders so braun, mauve, taubfarben, liebe ich. Einfach gerade an so Tagen, wenn man wirklich nicht viel machen will im Augen-Make-up. Einfach nur so ein bisschen den Wimpernkranz verdichten und so ein bisschen eine Betonung am Auge haben. Das ist von Bobbi Brown, der Perfectly Defined Gel Eyeliner in der Farbe Scotch. Ich habe den heute in meiner Wasserlinie, dafür ist er auch super, wenn ihr das Auge einfach ein bisschen mehr definieren wollt. Aber nicht schwarz nehmen, weil schwarz ist oft sehr hart. Schwarz immer so, bam, gerade auf der Wasserlinie haut es immer so richtig rein. Aber so ein Ton wie der hier, das ist so ein Braun mit auch so ein bisschen Glitzerpartikeln mit drin, ist einfach viel, viel softer am Auge. Und den auch einfach hier so an so Tagen, wo man fast nichts auf dem Auge hat, ein bisschen an den Wimpernkranz entlang draufgeben, leicht einfach mit dem Finger smatschen, mache ich ganz, ganz oft. Man hat ein bisschen eine Betonung am Auge, es sieht nach was aus, ohne dass es viel Arbeit ist, geht schnell und die halten auch mega, mega gut. Riesenempfehlung. Dann ein Produkt, von dem ihr wisst, dass ich es liebe, was ich aber einfach nochmal erwähnen muss, ist von NARS das Power Matte Lip Pigment. Das ist die Farbe London Calling und ich habe noch nie so einen guten Liquid Lipstick in den Händen gehalten. Also ich habe nur die eine Farbe, leider. Ich muss mir unbedingt noch mehr Farben zulegen. Mache ich jetzt wahrscheinlich im Black Friday. Diese Formulierung ist der absolute Kracher. Erstes Mal, die deckt direkt beim ersten Mal auftragen. Der Applikator ist unheimlich präzise. Der ist so, läuft so ein bisschen spitz nach oben zu. Das heißt, man kann wirklich unheimlich gut damit arbeiten. Es ist niemals unangenehm oder klebrig auf den Lippen. Es ist total leicht. Man fühlt es kaum. Es hat dieses super schöne, perfekt matte Finish. Und es gibt wirklich keinen einzigen Liquid Lipstick, der mich so überzeugt hat, wie diese Formulierung Power Matte Lip Pigment von NARS. Also absoluter Kracher. Letzte Zeit bin ich eh extrem angetan von NARS auch, muss ich sagen. Und ich glaube, ich werde ein Full Face mit nur NARS Cosmetics machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das cool findet oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und ich brauche unbedingt mehr Farben von denen hier. Ich meine, London Calling ist auch mega cool. Ist halt eine sehr intensive Farbe, ne? Ist ein bold Lip Look, also wenn man den drauf hat, das knallt schon. Finde ich mega geil für die Jahreszeit, war auch in meinem Lip-Favoriten-Video auf Instagram. Und ich brauche noch ein paar, vielleicht neutrale Farben und noch ein Rot in dieser Formulierung wäre, glaube ich, perfekt. Und da wir gerade bei den Lippen sind, die Farbe, die ich trage, ist von MAC, der Powder Kiss Lipstick in der Farbe 305 Burning Love. Es ist wirklich eine ganz spezielle Formulierung, diese paar, ich will mal sagen Power Kiss, nein, Powder Kiss Lipsticks. Es ist so, es ist nicht richtig matt und auch nicht richtig cremig, es ist irgendwas in der Mitte. Es ist wirklich sehr, sehr speziell. Ich finde es super, super cool, weil es ist so samtig, es ist so Velvet matt samtig und trotzdem nicht trocken, es ist unheimlich pflegend auf den Lippen auch und ich bin echt begeistert. Ich finde es richtig, richtig cool, diese Formulierung.
Das Packaging ist auch matt. Normalerweise hat MAC ja immer das glänzende Packaging, aber die haben so dieses matte drumherum. Ich muss sagen, das Einzige, was mich hier wirklich stört, ich meine, auch die Farbe finde ich bombastisch, ja. Aber das Einzige, was mich stört, ist der Geruch. Ich habe neulich ein Video gesehen und da hat jemand so dermaßen treffend beschrieben, es riecht nach einem frischen Autoreifen. Also so riecht es, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, von lauter Autoreifen umgeben ist, die gerade geliefert wurden. So riecht es. Ich verstehe das auch nicht, weil MAC hat einfach immer einen geilsten Geruch. Ich liebe den Geruch von MAC-Lippenstiften. Also dieser Geschmack, das ist immer dieses leicht vanillige, ist ja so Kult einfach schon, dass alle MAC-Lipsticks so riechen. Aber hier haben sie anscheinend, glaube ich, wegen der Formulierung ging das vielleicht nicht oder so. Und der Geruch ist echt ganz, ganz strange. Man schmeckt und riecht es nicht mehr, wenn es auf den Lippen ist, ist es eigentlich weg. Aber wenn man es aufträgt, nimmt man sich so um Gottes Willen. Also das ist wirklich ganz komisch. Ich empfehle ihn euch trotzdem, weil Formulierung ist geil, Farbe ist geil. Aber Geruch ist... Dann möchte ich noch einen Highlighter empfehlen von NARS. Die sind auch nicht günstig, deswegen hier einen Rabatt zu bekommen wäre absolut super. Das ist die Farbe Maldives und ich habe auch noch die Farbe Ibiza. Ibiza? Das ist ein Goldton. Und das sind generell eigentlich keine Farben, zu denen ich tendieren würde generell. Der eine ist sehr, sehr golden und der andere ist sehr pinkig. Aber... ich muss sagen, dass ich im Moment total auf diesen Look von Blush-Toppern mehr stehe, was jetzt zum Beispiel der für mich auch ist. Das heißt, er ist einfach wie so ein, hat ja so einen leicht pinkigen Sheen und wenn man den drüber macht über den Blush, beziehungsweise gar nicht drüber, sondern ich trage den auf, trage meinen Bronzer auf und trage dann Blush auf. Das heißt, dass ich meinen Blush mit diesem Highlighter verbinde, sodass es einfach so richtig schön frisch aussieht und nur ganz oben so ein bisschen dieser Sheen drüber liegt. Und ich finde, die Formulierung von denen ist ganz, ganz besonders. Die sind so, die sehen einfach total glossig auf der Wange aus. Überhaupt nicht chunky, also dass man irgendwie denkt, so Glitzerpartikel oder so, gar nicht, wirklich 0,0. Und ich finde die ganz, ganz toll von der Formulierung. Also die sind wirklich Wahnsinn. Und ich stehe einfach auch gerade einfach nicht mehr so auf diesen Look, diesen hier so bam Highlight-Streifen, dass man so richtig sieht, hier so finde ich ganz furchtbar, muss ich sagen, mittlerweile. Und ich finde es viel schöner, wenn man das Highlight mit in den Blush und in den Bronzer einarbeitet. Und das kann man eben mit diesen Farben so schön machen. Sieht einfach aus wie glossige Haut mit so einem Hauchfarbe. Und die sind echt der Brüller. Die finde ich richtig geil, diese Highlighter. Also kann ich euch absolut empfehlen. Dann würde ich euch absolut empfehlen, einfach eure Lieblingsfoundation, gerade wenn sie teuer ist, wie diese zwei Schätze hier, die um die 50 Euro kosten, würde ich euch absolut empfehlen, wenn ihr sie wirklich liebt und sagt, ich werde sie lange benutzen und ich möchte auch ein Backup haben oder sie ist gerade leer geworden. Bei mir ist meine Armani Luminous Silk ist fast leer. Sowieso viel zu dunkel mittlerweile für mich. Absolute Empfehlung, kauft sie euch jetzt nach, sozusagen, wenn ihr 25% Rabatt bekommt zum Beispiel. Also auch bei der Hourglass Vanish Stick Foundation. Ich will jetzt nicht schon wieder zu viel darüber erzählen, weil ich euch gefühlt in jedem Video sage, wie geil diese Foundation ist. Solche Sachen sollte man definitiv da zuschlagen, wenn es so viel Rabatt gibt, weil das lohnt sich, weil die sind so teuer und so gut. Also das sind zwei meiner absolut, absoluten Lieblingsfavoriten, was Foundation betrifft. Und aller Zeiten, also die stehen bei mir ganz, ganz oben. Dann habe ich noch Pinselempfehlungen für euch. MyKitCo macht super gute Pinsel, auch die haben Black Friday Sale. Und ich habe über diese beiden Pinsel noch nicht viel gesprochen, weil ich die in meinem Make-up-Kit habe hauptsächlich, aber ich liebe die so sehr. Das sind die, lasst mich schauen, My Flawless Face Medium und My Flawless Face Small. Genau, es gibt dann noch einen Large, der ist noch größer als der Medium. Und wofür ich die liebe, wofür die so dermaßen gut sind, einmal für Concealer hier zum Auftragen, super gut. Und auch für generell für flüssige Produkte einfach, für Liquid Blush, wie zum Beispiel der NARS Orgasm oder ich habe von Glossier die Cloud Paints in meinem Make-up-Kit. Und die trage ich immer mit dem auf und es lässt sich so schön und perfekt auftragen und ausblenden. Also für flüssige Konsistenzen sind die so dermaßen gut. Und dadurch, dass sie halt auch so ein bisschen spitz zulaufen, kann man damit auch ein bisschen konturieren. Auch wiederum flüssige Produkte. Also ich nehme die wirklich für flüssige Produkte. Man kann sie auch für Puder nehmen, aber ich finde sie eben für andere Konsistenzen sind sie perfekt und sind sie wirklich so, so, so gut. Also, Riesenempfehlung hier. MyKitCo hat auch unheimlich viel Zubehör für Make-up-Artists. Also ich habe ganz viele von diesen kleinen Taschen, die in meinem Make-up-Koffer sind, zum Beispiel von MyKitCo. Und die haben auch ganz viele andere Sachen noch. Aber auch als Nicht-Make-up-Artist werdet ihr garantiert fündig, weil die auch ganz viele so Reisetaschen für Make-up haben. Also wenn ihr irgendwie euer Make-up gut verstauen möchtet, wenn ihr unterwegs seid. Also die haben wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen. Ist auch eine Marke von einem Make-up-Artist aus England. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Die haben ganz tolle Sachen und ich finde sowas immer total cool, deswegen unterstütze ich das auch gerne, dass jemand, der aus der Branche kommt, eben seine eigenen Produkte rausbringt. Finde ich super, super cool.
Deswegen schaut vorbei. Ich habe auch noch hier einen Pinsel, das ist der My Tiny Liner. Der ist wirklich, wirklich tiny. Der ist ganz, ganz klein und schmal und ich liebe den für Eyeliner. Also der ist, mit dem kann man so gut und präzise arbeiten. Auch der ist von Mike & Co. Wo ihr auch definitiv zuschlagen solltet, wenn ihr die Chance bekommt, die zu kriegen, ist die Palette hier von Hourglass, die Unlocked Palette. Ich habe schon viel darüber erzählt. Ihr wisst, wie sehr ich sie liebe. Ich habe sie auch heute wieder verwendet. Ich habe den Blush drauf gemacht, den Bronzer. Die ist einfach so schön. Ich habe die in meinem Make-up-Kit. Ich schminke damit Leute und es sieht so schön aus. Die Haut sieht einfach so gut aus damit, mit diesen Pudern. Die sind einfach ganz besonders. Die machen die Haut einfach, lassen sie von innen strahlen. Man kann es damit nicht übertreiben. Man kann da nicht zu viel auftragen. Es sieht immer richtig schön und perfekt und ausgeblendet aus. Und ja, die ist auch schweineteuer. Die kostet um die 80 Euro, glaube ich. Deswegen hier würde es sich absolut lohnen, zuzuschlagen, wenn ihr einen Rabatt bekommen könnt. Deswegen, ihr braucht die, glaubt mir. Gerade wenn ihr Hourglass noch nicht kennt und es gerne ausprobieren würdet, ist das eine super Variante, weil ihr halt einfach 6 Puder bekommt und das wirklich mal austesten könnt, was natürlich günstiger ist, als wenn ihr alles in der großen Größe kaufen würdet. Deswegen, oder einzeln meine ich. Also diese Palette ist immer noch ein absoluter Traum für mich. Ich liebe sie über alles und kann sie euch nur empfehlen. Das gleiche auch nochmal für den Hourglass New Bronze Light Bronzer. Ihr wisst, wie sehr ich den liebe. Ist immer noch mein absolut liebster Bronzer aller Zeiten. Und auch der kostet, glaube ich, 50 Euro. Also auch hier, wenn ihr den günstiger kriegen könnt, ist der beste Bronzer, den ich jemals hatte. Und ich liebe ihn über alles. Also schlagt zu, wenn ihr könnt. Dann auf jeden Fall auch eine gute Gelegenheit, Rabatt zu nutzen, ist für Paletten, gerade Paletten, die teuer sind, die 50 Euro und mehr kosten, wie zum Beispiel hier von Urban Decay, die Born to Run Palette. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, wo ich die zum ersten Mal ausprobiert habe. Ich habe auch heute meinen kompletten Look, bis natürlich auf den Glitzerliner, mit dieser Palette geschminkt und ich mag sie so, so gerne. Ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von der Palette. Ich finde, die ist super vielseitig, man kann ganz, ganz viel damit machen und ich bin, ja, bin immer noch super begeistert und ich habe vor, für Weihnachten einen Look mit den grünen Farben für euch zu schminken, also einen grünen Weihnachtslook. Also stay tuned, der kommt bald und ich mag die einfach. Ich finde, die Qualität ist super gut. Es hat auch heute wieder super viel Spaß gemacht, diesen Look damit zu schminken. Und ja, ich kann euch die Palette nur empfehlen. Schnappt sie euch mit Rabatt, es lohnt sich. Dann, was ich euch absolut auch empfehlen möchte, sind die Stila Glitter & Glow und Shimmer & Glow, Liquid Eyeshadows, genau so heißen sie. Die gibt es gerade auch, glaube ich, für die Hälfte vom Preis. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, wo ihr wirklich die besten Deals bekommt. Und die gibt es, wie gesagt, gerade für die Hälfte, was sie sonst kosten. Und die sind so schön, einfach allein getragen als Topper. Besonders diese Glitter & Glow. Ich habe hier die Farbe Smoldering Satin. Ist eine, definitiv eine meiner Lieblingsfarben, ist so ein Taupe-Glitter. Oh, so schön. Die sind einfach so geil als Topper, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Auch wenn man gar nicht groß irgendwie was machen will, einfach irgendwie eine Farbe in die Lidfalte und dann den aufs bewegliche Lid und irgendwie noch ein paar Wimpern dazu, ist schon ein geiler Look. Und einfach, die haben richtig viel, bam, viel Power, viel Impact und die finde ich richtig toll jetzt für die Jahreszeit. Und die haben so viele coole Farben, also da würde ich auch auf jeden Fall mal zuschlagen. Die Glow-Lidschatten finde ich auch unheimlich schön, die haben keinen Glitzer, aber die schimmern halt total toll. Das ist die Farbe Grace, ist auch so ein Champagner-Taupe, also auch richtig toll. Ich liebe die, die sind wirklich ganz, ganz toll, die halten auch unheimlich gut und wie gesagt, die Farbauswahl ist bombastisch. Ich mag die unheimlich gerne, also die kann ich euch auch sehr empfehlen. Wo wir gerade bei Pinseln sind, ich weiß, habe ich auch schon wirklich oft gesagt, I'm sorry, aber schlag zu beim IT Cosmetics Number 7 Complexion Perfection Heavenly Luxe Pinsel, ist bisher mein absoluter Lieblingspinsel für Foundation und Cream Bronzer und so weiter. Ich liebe ihn auch für Concealer super gut mit dieser schmalen Seite. Der ist auch absoluter Hammer und lohnt sich, den mit einem Rabatt zu kaufen. Also bester Pinsel im Moment. Ich benutze den für mein Gesicht jeden Tag für alles Mögliche. Also der ist so. Also ich kriege so viel Nutzen aus dem raus, dass er sich schon 10-mal selber bezahlt hat, so quasi. Also der ist mega. Dann habe ich noch ein paar Haarprodukte, die ich euch absolut empfehlen möchte. Und das ist einmal hier von Bumble & Bumble, der Hairdressers Invisible Oil Heat UV Protective Primer. Und erstmal riecht gigantisch nach, so ein bisschen nach Kokosnuss, aber nicht aufdringlich. Und ich lasse meine Haare immer so gut ich kann erstmal Luft trocknen und dann so zum Schluss, wenn sie schon fast trocken sind, dann föhne ich sie nochmal fertig. Meine Haare sind wirklich nicht in der besten Verfassung. Sie sind blondiert. Wer blond sein will, muss leiden. Und deswegen brauche ich da einfach Hilfe, um meine Haare zu pflegen. Und der ist so gut. Also es hilft so sehr einfach mit Frizz. Einmal das, dass meine Haare nicht frissig sind. Wenn ich einfach nur Luft trocknen lasse, sehen die aus wie,
Also, nee, also ist einfach nicht schön, kann man nicht so lassen. Der glättet einfach die Haaroberfläche, der verschließt so ein bisschen die Haare einfach, dass sie nicht so, dass man keine Flyaways hat, also dass nicht alles hier so oben absteht. Und pflegt unheimlich gut und bereitet die Haare auch unheimlich gut auf Styling vor, wenn man danach irgendwie mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen reingeht. Und ja, er macht die Haare super weich und seidig und das finde ich so, so schön. Also der hilft mir unheimlich beim Styling. Die Haare sehen einfach ganz anders aus, als wenn ich den nicht benutzen würde und ich bin ein Riesenfan. Ich kann euch den nur empfehlen. Mega, ist auch ein ordentlicher Oschi-Pot, da kriegt man was und ich bin Riesenfan davon. Und da wir gerade bei Pflege sind, was ich euch auch absolut empfehlen kann, ist hier von Olaplex der Number 3 Hair Perfector Repairs and Strengthens All Hair Types. Den benutze ich so, so gerne, wenn ich meine Haare wasche, was ich meistens nur ein bis zweimal die Woche mache, lasse ich das drin für eine halbe Stunde oder so danach nach dem Waschen und spüle es dann aus und das hilft auch so enorm bei meinen blondierten Haaren. Also kein Vergleich zu, wenn ich das nicht benutze. Also ich kann euch das sehr empfehlen. Besser als jede Haarkur, finde ich, die ich bisher probiert habe. Also sehr viel wirksamer und sehr viel sichtbarere Veränderungen. Also die sind auch immer teuer, aber mit Sicherheit gibt es einen guten Deal beim Black Friday. Dann noch ein Hair-Styling-Produkt, was ich ganz, ganz toll finde, ist hier von Way, die Finishing Cream. Way ist ja von Jen Atkin, die ist eine Hairstylistin und die hat ihre eigenen Produkte rausgebracht und ich mag ihre Produkte so, so gerne. Und ich finde es auch einfach ganz, ganz toll, wenn Leute wie sie, weil ich das ja so ein bisschen meine Branche auch ist, wenn Leute dann irgendwie ihre eigenen Produkte rausbringen, eine eigene Marke kreieren und einfach super erfolgreich damit sind. Ich unterstütze sowas halt einfach unheimlich gerne, weil ich mich damit irgendwie so ein bisschen verbunden fühle und das ganz, ja, einfach bewundere und toll finde. Und wie gesagt, ich liebe ihre Produkte und ich liebe auch diese Finishing Cream. Die macht man einfach, also ich mache sie vorm Styling schon in die Haare, dann mache ich mir Locken oder mache sie glatt oder was auch immer. Und danach gehe ich nochmal ein bisschen rein und man kann die unheimlich gut, die Haare so ein bisschen auseinanderziehen damit. Man kann über die Enden gehen, dass die einfach nicht so spröde aussehen. Statt einem Öl zum Beispiel funktioniert super gut. Und es legt das Ganze nochmal schön hin, gibt dem Festigkeit, ohne die Haare zu beschweren und ist einfach ein richtig schönes Abschlussprodukt, um dem Style nochmal so das letzte Finish zu geben. Deswegen auch Finishing Cream und ich mag das total gerne. Probiert unbedingt mal Way-Produkte aus, sie sind auch nicht günstig, deswegen mit Rabatt absolut lohnenswert. Schaut vorbei, bei Lookfantastic gibt es es auch und ihr Way-Produkte sind mega. Dann ein Produkt, was ich total liebe, ist auch hier von Rituals. Das ist das The Ritual of Dao, das Deo Spray. Ich liebe Rituals Deo Sprays, die sind so gut. Ich hatte ganz, ganz lange dieses von Buddha, dieses orangige Deo und das machte ich auch total gerne. Das hier aber toppt das irgendwie nochmal. Ich finde es nochmal besser. Also es gibt kein anderes Deo, mit dem ich so lange so gut rieche. Also ich habe manchmal das Gefühl, selbst wenn ich Sport gemacht habe, ich stinke nicht mit diesem Deo. Es ist der absolute Hammer. Es riecht so, so geil und es hält mich wirklich den ganzen Tag frisch. Und das habe ich wirklich bei keinem anderen Deo so wie bei dem. Das ist auch so was, finde ich, das kostet irgendwie, glaube ich, 8-9 Euro, wo man sich dann immer denkt, so, oh, für ein Deo ist eigentlich viel zu teuer. Und da ist man dann oft zu geizig für. Da würde es sich halt auch mega lohnen, das mal auszuprobieren mit einem Rabatt, sodass ihr eben nicht so viel dafür bezahlen müsst. Ich kann es euch so sehr ans Herz legen. Ich liebe es. Oh, I love you. So ihr Lieben, das war's mit meinen Black Friday Kaufempfehlungen. Ich hoffe sehr, ich konnte euch ein paar coole Sachen zeigen und ihr habt Lust, sie auszuprobieren mit dem Rabatt. Ist ja natürlich auch eine super Gelegenheit, um schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wenn man so viel sparen kann. Also haut rein, frohes Shoppen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüssi.